glaube, keine Überraschung, sondern dass ich einfach immer mal wieder bestätigt weiß oder gespürt habe, dass etwas mit den eigenen Händen zu tun sehr befreiend, erfüllend und wieder inspirierend sein kann. Und ich mit einem Stück nach Hause gehe heute, was ich selber gesägt habe. Und das Sägen an sich ja doch irgendwie auch ein Vorgang ist, auf den man sich konzentrieren muss schon auch und der auch echt kraftaufwendig ist. Und sich das aber lohnt, mal Kraft zu investieren. So. Also am meisten haben mich die ganzen Aspekte überrascht, was überhaupt wichtig ist, um ein Projekt zum Scheitern zu bringen. Am meisten hat mich überrascht, dass es sehr viel Spaß gemacht hat. Und dass sich alle Menschen angefangen haben, komisch zu bewegen und Dinge miteinander zu tun, die sie ansonsten wahrscheinlich in diesem ganzen Workshop nicht miteinander gemacht hätten, wenn sie jetzt nicht die Erlaubnis bekommen hätten, so komische Formen zu sein und keine Menschen. Also ich glaube, mich hat am meisten überrascht, wie einfach mir diese First Practice gefallen ist. Dass ich erkannt habe, dass ich das selber auch immer tue. Und ich war aber auch positiv überrascht, weil ich gemerkt habe, dass man sich da auch was rausziehen kann. Also dass es eigentlich ein Wissensdrang ist, den man damit auslebt und dass man sich da auch immer weiter fortbilden kann in bestimmten kleinen Gebieten und dass ich das auch in meine Arbeit übernehmen kann, um mich ein Thema anzunehmen. Am meisten hat mich an dem perfekten Rührei überrascht, dass es nicht durch sein soll, sondern flüssig oben. Und es macht es echt ziemlich gut, weil es ist dann nicht so trocken und es ist echt lecker geworden. Hat mich sehr überrascht. Das ist toll.